sind wir wieder. Sich wohler fühlen, gesünder sein und dabei auch noch ein paar Kilo abnehmen, das versprechen Detox-Kuren. Da gibt es zum Beispiel eine Saftkur, bei der man 6 verschiedene frische Säfte am Tag trinkt. Oder eine Kur mit einer selbstgemachten Zitronenlimo. Auch Heidi Klum hat damit angeblich schon entschlackt. Für uns haben 2 Frauen diese beiden Diäten ausprobiert. Ab jetzt gibt's nur Flüssiges. Kiana und Janina werden 7 Tage fasten. 7 Tage Detox pur. Kiana testet eine teure Saftkur aus dem Internet. Janina hingegen eine Do-it-yourself-Zitronensaftkur. Was wird wohl besser funktionieren? Mein persönliches Ziel in der Detox-Woche jetzt wäre tatsächlich so, einen reineren Körper zu bekommen. Ich habe auch schon mal eine andere Detox-Kur gemacht, wo ich nur Äpfel, Eier und grünen Tee zu mir genommen habe und ich bin echt an meine Grenzen gekommen. Durch Detox soll der Körper entgiften. In unserem Test heißt das nur Flüssigkeit zu sich nehmen. Positiver Nebeneffekt, man soll sich fitter und wacher fühlen und sogar Gewicht verlieren. 7 Tage nicht essen ist nicht ohne, daher stehen unsere Testerinnen unter ärztlicher Beobachtung. Dr. Kielkowski checkt die Blutwerte und den Allgemeinzustand. Grundsätzlich würde von den Daten, die uns vorliegen, nichts dagegen sprechen. Sie haben die Voraussetzungen dafür, dass Sie den Test durchaus jetzt wagen können. Bevor es ans Detoxen geht, hat die Ärztin noch einige Tipps für die 2. Denn es kann zu Nebenwirkungen kommen. Was passieren kann, ist, Sie können Kopfschmerzen bekommen, Sie können Heißhungerattacken bekommen. Es kann Schwindelgefühle geben. Deswegen kann ich Ihnen wirklich nur nahelegen, wenn Kreislaufprobleme kommen, viel trinken, ja, und wirklich auch auf Salzzufuhr achten. Unser 7-Tage-Detox-Experiment kann beginnen. Kiana testet eine Saftkur aus dem Internet für stolze 180 Euro. Hier kostet eine Flasche etwa 4,30 Euro. Das ist happig. Wie schmeckt's denn? Mit Ananas, Apfel, Gurke, Zitrone und Minze. Ja, mega lecker. Wenn jeder Saft so schmeckt wie der hier, werde ich's, glaube ich, durchhalten. Bei dieser Saftkur sollen 6 verschiedene Frucht- und Gemüsesäfte in einer bestimmten Reihenfolge pro Tag getrunken werden. Alle 2 Stunden eingekühlter Saft. Insgesamt nimmt man so nur um die 700 Kalorien zu sich. Detox mit einem selbstgemachten Saft wird Janina für uns testen. Die 28-Jährige macht die Master-Cleanse-Diät. Der Saft besteht aus frisch gepresstem Zitronensaft, Ahornsirup, Cayennepfeffer und Wasser. Es schmeckt. Schmeckt echt gut. Ein Glas kostet Janina umgerechnet nur 80 Cent und hat 100 Kalorien. Getrunken wird immer dann, wenn sie Hunger verspürt und dann so viel, wie sie möchte. Wie die 7 Tage Detox ablaufen, halten Sie im Videotagebuch für uns fest. Das war schwierig, mit einem leeren Magen Sachen zu machen, Dinge zu organisieren. Kopfschmerzen sind jetzt wieder erträglicher als vorhin. Jetzt habe ich gerade übertriebenen Hunger. Außer ein paar Kopfschmerzen, die teilweise aufgetreten sind, kein Hungergefühl. Wirklich Hunger, muss ich sagen, habe ich nicht. Aber ich habe jetzt meine Zitronen. Ich muss sagen, es ist halt ein bisschen praktisch, weil ich muss nicht mehr irgendwie irgendwo hingehen, einkaufen oder sowas. Ich habe alle Säfte vorhanden. Welche Überraschung unsere Testerinnen am Ende der Detox-Woche in Sachen Kilos und Blutwerten erleben, gleich. Vorher haben wir ausgerechnet, ob die teure Saftkur selbst gemacht günstiger wird. Mit einem Entsafter mixen wir 3 unterschiedliche Drinks. Der erste besteht aus Karotten, Äpfel, Orangen, Ingwer und Basilikum. Ein Glas kostet 3,30 Euro und hat 136 Kalorien. Das geht günstiger mit Ananas, Äpfeln, Spinat, Ingwer und Gurke. Macht 2,75 Euro und 125 Kalorien. Am günstigsten ist der Detox-Saft aus roter Beete, Banane und Feldsalat. Kostet nur 1,80 Euro und ist damit deutlich günstiger als die gekauften Säfte für 4,30 Euro pro Flasche. Kiana und Janina haben tapfer die 7 Detox-Tage geschafft. Wie fühlen Sie sich denn? Ich fühle mich jetzt nicht unbedingt fitter oder stärker, aber ich habe das Gefühl, also ich habe mich quasi ein bisschen entschlackt. Mir fehlt ein bisschen die Konzentration und ich fühle mich ein bisschen benebelt. Unsere Expertin vergleicht die Blutwerte vor und nach der Testwoche miteinander. Nach einer Woche Detoxen würde man ja jetzt glauben, dass die Laborwerte besser geworden sind, weil sie ja sozusagen entgiftet haben.
Das lässt sich nicht bestätigen. Doch ein Wert fällt krass auf. Janina hat mit der Zitronensaftkur in nur 7 Tagen unglaubliche 6 Kilo abgenommen, also fast 1 Kilo pro Tag. Von diesem Gewichtverlust sind es 3 Kilo Körperfett, es ist auch Muskelmasse und viel Wasser. Das ist aber eigentlich erstmal gar nicht schlimm, weil 3 Kilo Körperfett sind ja absolut okay. Das ist ordentlich und ein schöner Nebeneffekt. Keana war mit der Kur aus Obst- und Gemüsesäften nur mäßig erfolgreich. Durch den hohen Fruchtzuckeranteil haben sich ihre Leberwerte verschlechtert. Aber ganze 4 Kilo sind bei ihr runter. Ich habe 3 Kilo an Körperfett abgenommen. Ich habe eigentlich auch gedacht, dass es ein bisschen mehr ist. Aber trotzdem freue ich mich, dass ich jetzt von neu anfangen kann. Ich bin ultra überrascht von den Ergebnissen, wirklich, und nicht im positiven Sinne. Ich werde aber meine Ernährung deutlich umstellen, damit es meinem Körper auch besser geht in Zukunft. Entgiften durch Detox hat in unserem Experiment leider nicht funktioniert. Aber unsere Testerinnen haben beide in nur 7 Tagen mehrere Kilos abgenommen. Ja, und wenn Sie genau das auch möchten, bei rtl.de und auf unserer Facebook-Seite finden Sie jetzt einen ausführlichen Plan für eine 7-Tage-Detox-Kur.